Hallo und Gunn. Voll verschwitzt melde ich mich aus einem Berg. Wir sind ganz auf dem Gipfel gekommen bei gefühlten 31 Grad. Daher so verschwitzt. Ich hoffe, man sieht es. Jetzt ist 27 sogar hier oben. Es war nicht so hoch, 700, fast 800 Höhenmeter, aber hatte was in sich. 2 Stunden müssen wir die Treppen hochsteigen. Und gleich zeige ich euch den Ausblick, weil den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur ein bisschen gegessen. Die anderen sind schon oben. Solche Treppen führen rauf. Und wir sind auch auf einem Tempel, deswegen haben wir die Schuhe abgemacht. Ich hoffe, es ist nicht so heiß hier, weil wir haben auch Mitternacht. Das war sehr klug von uns, dass wir um Mitternacht hier hochsteigen. Aber für diesen Ausblick, ich glaube, es wird sau heiß sein. Es ist so schön. Und den Abgrund kann man hier. Oh Mann, das wüsste ich gar nicht. Wow, na ja, viel Müll. Oh wow. Seht ihr das? Und jetzt kommt das Beste. Oh, und da unten zum Beispiel diese kleine Insel mit dem See, das ist auch ein Tempel. Das ist auch voll cool. Sehr schön. Wow. Und wir haben tolles Wetter. Das ist cool. Das ist meine Gruppe. Dass denen nicht heiß ist auf den Platten. Oh, wow. Sehr schön. Ja. Wunderschön. Die kennt ihr schon. Ja, wir verfolgen uns die ganze Zeit hier in Myanmar. Wow. Die Berge da hinten. Sehr schön. So schaut's aus. Dafür schwitzt man 2 Stunden. Ja, ich bin echt so, war ich nie verschwitzt. Ist alles nass. Alles. Aber. Oh, und so heiß auf der Seite. Oh, 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 geh mal auf die Seite. Oh, auf dem Glas war es nicht so weit. Heiß war hier. Ah. Und die haben so einen riesen Gang. Sehr schön. Man kann auch hier Wasser tanken. So, dann an dieser Stelle aus dem Berg Zwiebein heißt der so. Sag ich tschüss. Und ich weiß nicht, ob ich noch was drehe. Oh, so heiß ist es hier. Tschüss. Bis nächstes Mal.